So, hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Ich wollte mal wieder Danke sagen. Ist also ein Dankeschön-Video, kennt man, hat man vielleicht schon mal gesehen und ist wie immer so gedacht, dass es vor allen Dingen die Leute betrifft, die mir auch tatsächlich was geschenkt haben. Und alle anderen dürfen sich es natürlich auch angucken, aber um die geht es eigentlich nicht. Schwerpunkt liegt auf den Schenkenden. Ne? Kurzer Disclaimer, wenn ihr den Adventskalender nebenher schaut, wird eventuell ein bisschen verwirrt sein, weil ich anders klinge als in den aktuellen Teilen des Adventskalenders. Das ist teilweise sehr viel vorproduziert. Also wir haben da Mitte November angefangen, das Zeug aufzunehmen und sind jetzt auch schon seit einigen Tagen mit allem fertig, ist also alles vorbereitet und wird am entsprechenden Tag dann automatisch online gehen. Das ändert ja, wäre sonst nicht zu schaffen gewesen, wenn man da nicht ein bisschen Vorlauf hat und jeden Tag da wirklich regelmäßig was aufnehmen und rauskloppen und das über 24 Tage durchziehen. Das wäre natürlich auch nicht nötig möglich gewesen, beziehungsweise sehr, sehr stressig, und drum machen wir das halt eben via Vorproduktion. Ne? Deswegen klinge ich jetzt vielleicht ein bisschen anders als in den aktuellen Adventskalender-Türchen und sehe vielleicht auch einen Ticken anders aus. Das hängt eben genau damit zusammen. Im Übrigen habe ich Husten, das ist mein üblicher Winterhusten, also mein Winter geht los Husten. Man ist draußen, man ist teilweise auch lange draußen, man friert hin und wieder mal ein bisschen viel, und das äußert sich bei mir eigentlich so, dass ich quasi nicht fast jedes Jahr meinen Husten dann irgendwann, wenn es beginnt kalt zu werden oder wenn die erste kalte Phase schon wieder so halber vorbei ist, und dem Stil meinen Husten kriege. Das ist normal, hat jetzt nichts mit den Symptomen einer besonderen Krankheit, die uns jetzt inzwischen schon ein Weilchen auf den Nerven geht, ne, zu tun. So, und ja, es sind wieder diverse Dinge angekommen, zu denen ich Dankeschön sagen möchte und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was das halt eben so mit sich bringt und so weiter. Also, in willkürlicher Reihenfolge. Es kam vor kurzem das hier an, das ist ein Kaffee. Hawaii Kona Extra Fancy. Extra Fancy klingt natürlich toll. Ist für Frau, vermute ich. Und ja, wir sind, beziehungsweise Frau ist gespannt. Frau dankt gar sehr. Und ja, wir haben inzwischen ja auch so eine lustige Handmühle für Kaffeebohnen. Da male ich auch gerne. Ich trinke ja immer noch keinen Kaffee, aber diese Malerei ist irgendwie lustig. Das kann man dann abends mal noch vorm Bildschirm, vorm Fernseher kann ich nicht sagen, Fernseher besitzen wir nicht, aber vorm Bildschirm kann man dann da mal noch ein wenig Kaffee malen. Das ist also sehr, sehr cool. Und man möge mir hoffentlich nicht übel nehmen, dass mir einfach ansonsten nicht viel einfällt, was ich dazu sagen kann, weil ich halt eben nicht der große Kaffeetrinker bin. Aber ich darf auf jeden Fall viel Dank stellvertretend für Frau hier zum Ausdruck bringen. Aber der Duft ist ja toll. Oh, den Geruch, wenn das Zeug wirklich so schmecken würde, wie es riecht, also jetzt Kaffee generell, dann könnte man ja damit was anfangen. Aber mir ist das einfach mal viel zu intensiv, viel zu bitter, viel zu... Also für mich persönlich, jetzt nichts gegen die Kaffeejünger da draußen, von denen gibt es viele, wie ich weiß. Achso, ich habe hier noch einen Zettel, wo drauf steht, wofür ich alles Danke sagen soll. Immaterielles Danke. Immaterielles Danke. Jemand hat ein Trinkgeld im Rahmen von Betrag X pro Kalendertürchen für den Adventskalender schon relativ früh bei Beginn des Adventskalenders, je nachdem, wie man ihn jetzt nennen möchte, dagelassen. Da freuen wir uns sehr und werden dieses dann entsprechend reinvestieren in Schnitzel, sobald man wieder irgendwo ein Schnitzel in angenehmem Ambiente beziehen kann. Ne? Ja, dann Weihnachtskarte. Weihnachtskarte ist angekommen. Auch wieder, ich möchte ja immer wie immer keine Namen nennen, aber eine schöne Weihnachtskarte, die könnte ich jetzt zwar auch materiell vorzeigen, aber ich dachte, da reicht jetzt, wenn ich einfach nur kurz sage, es ist auf jeden Fall eine angekommen und vielen, vielen Dank. Es ist übrigens mehr als eine angekommen, aber ich weiß nicht, inwiefern familiäre und Freunde und so weiter und so fort hier jetzt unbedingt Erwähnung finden müssen, und ich glaube eher nichts.
Ja, dann machen wir doch mal spaßeshalber weiter mit dieser Flasche hier. Diese Flasche, das ist ein Elsbeerenbrand. Elsbeere, Sorbus tomentosa, Tormentosa, Tormen oder Tomon? Na, das weiß ich jetzt immer gerade nicht so genau. Ja, jedenfalls ist die Elsbeere einer der seltensten Laubbäume, die wir im deutschen Wald so drinstehen haben, mit sehr begehrtem Holz, insbesondere bei Drechslern, Kunsthandwerkern und anderen Leuten, die mit speziellerem Holz ein bisschen was anfangen können, wo man also wirklich irgendwelche schönen Gegenstände draus herstellt, ist eine Pioniergewächs. Kommt typischerweise gerne mal ein bisschen auf trockeneren, kalkigeren Standorten vor. Zum Beispiel gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten. Er wird inzwischen auch forstlich hier und da mal angepflanzt, aber ist selten. Bis heute zumindest. Und auch wenn man es anpflanzt, ist es gar nicht so einfach, das Zeug in einem vernünftigen Maße durchzubekommen und da also für große Bestände mit vergleichsweise dicken Stämmen, besonders dick wird das auch gar nicht, aber das hinzubekommen ist gar nicht so leicht. Trotzdem ist es eine sehr, 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 sehr dürreresistente Baumart und deshalb kann man sie auch auf jeden Fall zu den Zukunftsbaumarten zählen. Dass sie selten ist, hat wahrscheinlich natürliche Gründe, weil einfach ihre bevorzugten Standorte selten sind. Ne? Trockene Kalkklippen beispielsweise, das musst du erstmal irgendwo haben. Das gibt es in Deutschland gar nicht mal so oft, auf gar nicht mal so viel Fläche. Und woanders, ja klar, da kann man sie hinpflanzen, da wird sie sich dann aber. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, wo sie stehen könnte. Ich kenne das jetzt auch gar nicht alles spontan auswendig, muss ich auch dann im Detail noch nachlesen. Aber jedenfalls, wenn man sie woanders hinpflanzt, ja, dann kommt sie auch erstmal hoch. Aber wenn man sie dann nicht hegt und pflegt, dann ist sie nicht konkurrenzfähig, weil sie sehr viel Licht benötigt und das nur dann bekommt, wenn keine anderen Bäume drumherum sind, die schneller wachsen als die Elsbeere. Und das tut so ziemlich jeder andere. Und dann eben Schatten auf sie werfen, dann kriegt sie zu wenig Licht, dann geht sie möglicherweise dann auch recht schnell wieder ein, sofern sie halt irgendwo nicht steht, wo der Wald sowieso eben in so einem lichtintensiven Phase-Stadium sich befindet. So was kann man mit Elsbeere machen. So sehen hier die Früchte aus. Na ja. Und wenn etwas Früchte hat, die zumindest in gewisser Menge Zucker enthalten, dann kann man daraus eben auch eine Flüssigkeit destillieren, die ja dann durchaus auch ein paar Prozente enthält. Und das ist also hier jetzt ein Elsbeerenbrand. Das wurde mal viel diskutiert bei mir, inwieweit sowas unglaublich wertvoll und unglaublich teuer ist und nicht mal eine Geschäftsidee wäre, um mit sowas auch ein bisschen, ja, also als Gag, ne? Als Gag-Geschäftsidee, die eigene Elsbeerenbrennerei aufzumachen, wäre natürlich gar nicht so einfach, da man so einfach ja Schnaps nicht brennen kann in Deutschland als Privatperson. Aber ja, wir sind sehr gespannt, wie das schmeckt. Wir haben es noch nicht aufgemacht. Das hat einfach Gründe, weil ja Weihnachten vor der Tür steht und dann haben wir über Weihnachten dann entsprechend Möglichkeiten, uns den Frust zu ertränken. Die besinnliche Stimmung gebührend zu feiern. So. Ne? Ja, also. Vielen, vielen Dank. Bin gespannt und war gestern Abend auch kurz davor, mal ein Testschlückchen zu nehmen. Aber da ich ja so ein bisschen am Husten und krank ist das falsche Wort, ich bin eigentlich ganz fit, ich kann raus, ich kann rumlaufen. Es klappt alles, Kondition, alles in Ordnung. Aber man muss ja nicht unbedingt versuchen, jetzt irgendwelche möglichen Lungenkeime mit Elsbeere abzutöten. Ne? Weiß nicht. Gut, was haben wir denn hier noch so rumfliegen? Wir haben hier noch. Ah ja, das war auch nochmal ein persönliches Geschenk. Ich hatte es da aber noch nicht ausgepackt und möchte daher noch nachholen. Einmal Teefilter. Einmal ein Teebeutel-Halter-Clip-Gedöns da. Das ist jetzt
Ne, das machen wir jetzt halbwegs kurz, weil ich habe ja schon Danke gesagt. Dann waren da noch diese Gummibärchen dabei. Das waren mal viele. Inzwischen sind es nicht mehr viele. und. Oh, ach ja, hier ist ja noch die Weihnachtskarte, die ich bisher nur akustisch erwähnt habe. So sieht sie aus. Ich denke, ich kann sie jetzt doch, wenn ich sie gerade griffbereit habe, schnell nochmal in die Kamera halten. Und dann war hier noch dieses, Karlsruher Schlossmischung. Das ist ein Tee. Der besteht Himbeer-Kirschgeschmack, Hibiskusblüten, Weinbeeren, Holunderbeeren, kandierte Ananasstücke, Aroma, schwarze Johannisbeere und Himbeeren. Jo, riecht total intensiv, schmeckt auch gut und Frau ist vor allen Dingen von den Ananasstücken relativ begeistert. Ne? Also da sind wir gespannt und werden uns das noch ein wenig schmecken lassen. Kurz einmal probiert haben wir, glaube ich, schon. Ja, haben wir. Ja, deswegen weiß ich auch, dass Frau von den Ananasstücken so begeistert gewesen ist. Genau, und dann hier noch ein Bio-Früchtetee. Sehr, sehr großer Beutel mit leichtem, natürlichen Orangenaroma. Ist interessant, was die unter leicht verstehen. Das Zeug duftet dir die ganze Bude zu. Also leicht. haben wir jetzt noch nicht probiert, aber kommt sicher auch noch. So, das war die Sache mit den noch persönlich überreichten Sachen, die ich einfach hier nochmal kurz erwähnen wollte. So, wo geht's weiter? Ein persönliches, nichts für Ungute an die anderen, aber so ein bisschen ein persönliches Highlight ist der hier. Das ist der Mann in Holz. Eine gewisse Ähnlichkeit ist durchaus vorhanden, wie ich finde. Ja, so schon ein wenig. Oh, er dreht sich um. Das ist quasi als Reaktion auf meinen Waldgeist, der mehr oder weniger wie ich aussieht, Schnitzprojekt gekommen, als Werk eines offensichtlich sehr begabten Schnitzers, der da eben auch Spaß dran hatte an diesem kleinen Projektchen. Und ich finde den wahnsinnig cool. Er ist auch wirklich ganz toll verarbeitet, fühlt sich super, super gut an. Einzig welches Holz das ist, rätsel ich seitdem. Ich komme irgendwie nicht drauf. Ich bin auch zu faul, mir jetzt wirklich das Holzbestimmungsbuch zu schnappen und da nochmal nachzuschauen. Aber bin noch nicht drauf gekommen, was das für ein Holz gewesen sein mag. Aber wirklich sehr, sehr cool umgesetzt. Auch toll mit dem Wendelchen dran. Man könnte das ja zum Beispiel als Baumschmuck verwenden. Vielleicht haben wir das ja eventuell schon gemacht, da wir ja den 24. schon vorgefeiert haben. Vielleicht. Also sehr, sehr cool. Also wirklich vielen Dank hierfür. Das wird jetzt traditionell Baumschmuck bei uns auf jeden Fall werden, wann immer wir mal Baumschmuck brauchen. Also wirklich einen Weihnachtsbaum haben tun wir nicht. Das ist auch normal, werden wir in nächster Zeit vermutlich auch nicht haben. Und aber wir schmücken dann gerne mal im Wald eben entsprechend etwas. Das ist eine Tradition, die wir aufrechterhalten wollen. Und dann für im Wald schmücken ist der natürlich prädestiniert. Ja, ganz, ganz toll, sehr cool, vielen Dank. Ja, dann habe ich noch bekommen, ist schon ein Weilchen her, weil ich hatte ursprünglich das Teil auch recht zeitnah in einem Video erwähnt. Das Blöde ist bloß, dass dieses Video recht spät im Adventskalender gelandet ist. Und damit ist es halt lange nicht veröffentlicht worden. Aber eigentlich habe ich das schon eine Weile und trage es auch schon eine ganze Weile mit mir rum. Das ist so ein kleines Survival-Utensil, selbst gebaut. Ein Reparaturset. Und zwar bestehend aus hier vor einmal einer Rolle Panzertape, übrigens toll verarbeitet hier mit super stabil, ich vermute mal, das wird
Alter, ein Metall, ich habe keine Ahnung, was für eins, aber wirklich cool verarbeitet. Oben ist eine Spule mit Garn drauf, unten eben eine Ladung Panzertape, dass man sich da sehr gut abmachen kann. Prima Qualität. Ich habe es mal so ein bisschen runter gemacht, weil ich wissen wollte, ob es denn gut klebt. Und es klebt hervorragend, es klebt seitdem auch wieder wunderbar auf sich selber und hebt und hebt und hebt. Und also, das ist schon wirklich schön solide, ist in Anlehnung an auch ein kaufbares Field Repair Kit, heißt das, glaube ich, von einem namhaften Hersteller, aber das hier ist eben selber gemacht und quasi ein Nachbau und obendrauf eben Faden, unten Panzertape und man kann hier dieses kleine Knöpflein, das da, das kann man rausdrehen. Wenn man es dann erfolgreich rausgedreht hat, ist da drin noch eine Nadel. Da wäre auch noch Platz für etwas mehr als, ne, jetzt. Als eine Nadel, aber eine Nadel reicht im Grunde ja auch, ne? Also es soll wohl auch Leute geben, die sich da dann noch irgendwie im Original zumindest noch Angelhaken reingestopft haben und noch ein bisschen Angelschnur und ja, kennen wir, ne? Die Angelset überall verstecken Technik. Das ist halt natürlich lustig für Leute, die sich gern so kleine Sets zusammenbauen. Deswegen habe ich da auch enorm viel Freude mit, weil ich also kleine Sets ja auch total gerne mag. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Also Angelzubehör hat man da ja relativ häufig dann nochmal irgendwo drin versteckt, weil das halt so winzig ist, weil es halt überall reinpasst. Ob man Angelzubehör dann braucht, ist natürlich nochmal eine andere Frage und muss man schon auch wissen, was man damit anstellt. Aber jedenfalls vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr cool. Vielen Dank auch zum Brief dazu. Der hat mich auch sehr gefreut und da freue ich mich dann auch entsprechend, wenn du mit meinen Videos dann so viel anfangen konntest und sie dir dann so viel geholfen haben, das freut mich wirklich sehr. Bitte gerne. Das nächste wäre dann jenes Buch. Ja, ich habe es noch nicht gelesen. Das scheint langsam zur Tradition zu werden, dass wir um diese Jahreszeit, ich weiß gar nicht mal, wann war denn das andere, das weiß gar nicht mehr, wann du uns das andere Ding, das kann ich ja mal, ne? Moment, da bin ich gerade dran, mich da nochmal wirklich mit intensiv zu beschäftigen. Das ist wirklich großartig. Also auch das eine Empfehlung, wer Spechte mag. Dieses Buch ist wirklich hervorragend von absoluten Spechtexperten geschrieben, und beschreibt eigentlich, ja, vielleicht kann man es ein kleines bisschen manchmal auch mit manchen der Dinge, die ich so tue, vergleichen. In einer schönen Art und Weise eben wirklich das Leben der Spechte über eine gesamtökologische Darstellung, würde ich jetzt mal nennen wollen. Also auch den Einfluss, den Spechte auf ihr Ökosystem haben und so weiter und so fort. Also das ist auch ein prima, prima, prima Buch. Bin noch nicht ganz durch, aber ist in Arbeit, auch wenn es jetzt hier im Regal steht, weil ich habe halt gerade aufgeräumt. Normalerweise würde es rumliegen, weil wenn es aktuell am gelesen werden ist. Ja, und dann nochmal eben das verborgene Leben der Ameise. Klingt jetzt fast wie ein Wohllebentitel, ist aber keiner. Und Weltmacht auf 6 Beinen, ja, Ameisen, das ist schon Wahnsinn, was die so drauf haben und für mich auch wirklich ein unglaublich spannendes Thema und da möchte ich mich nochmal herzlich bedanken. Ich bin noch nicht so drin in eben der Insektologie in Anführungszeichen. Den Begriff gibt es nicht. Das wäre dann Arthropodenkunde oder Arthropodologie oder irgendwie sowas. Aber nichtsdestotrotz. Ameisen sind schon wirklich, wirklich faszinierend, insbesondere mit ihren Staatenstrukturen, mit ihrer Arbeitsteilung, mit ihren Völkerwesen und diese Ausdifferenzierung, dass jede Ameise eigene Aufgaben hat und so. Das ist wirklich, wirklich spannend. Und je mehr ich von denen sehe und je mehr ich von denen erlebe, dann auch gerne mal mit Ameisenhäufen im Wald, desto mehr interessiert mich das. Trotzdem hatte ich jetzt noch kein Buch, wo nennenswert viel zu Ameisen drin steht. Also da definitiv wie immer ein Top-Top-Auswahl. Wirklich prima Buch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich das immer öffentlich sagen darf, dass das von dir ist. Ich lasse es jetzt einfach mal sein. Du fühlst dich sicherlich trotzdem angesprochen. Und dann ist es einfach, na, im Zweifel ist anonym ja bekanntlich immer
besser. Sonst kannst du es ja immer noch in die Kommentare schreiben, dass es von dir gewesen ist. Also vielen, vielen Dank. Evelyn ist auch ziemlich begeistert. Sie hat auch mal ein bisschen reingeschaut. Die liest ja nicht besonders viel, aber sie meint, sie könnte hier vielleicht mal eine gewisse Ausnahme machen. Ne? Sie ist mehr so der Dinge hören Typ, Dinge sehen Typ. Reinlesen, klar, wenn es sein muss, muss es sein, ja, aber wenn man was lernen kann, ohne von Buch lesen zu müssen, dann bevorzugt sie die anderen Methoden. Muss ja jeder selber, wie man halt am besten lernt. Ne? Ich persönlich kann sehr gut durch Bücher lesen lernen. Es sind auch tolle Fotos drin, die will ich jetzt nicht zeigen aus Gründen von Urheberrecht, aber ja, das ist schon wirklich, wirkt ausgesprochen interessant. Aber werde ich mir jetzt in ein paar ruhigen Tagen, die jetzt hoffentlich demnächst mal stattfinden, also ruhig im Sinne von Zeit zum Lesen haben, nicht ruhig im Sinne von total tote Hose und nichts ist los und wir verstecken uns alle irgendwo daheim. Das wird zwar auch stattfinden, aber das meinte ich jetzt nicht mit ruhig, mehr mit nichts zu tun. Ne? So, ja, was war denn noch? Da muss ich jetzt noch zu dieser Kiste hier greifen, da sind noch diverse Kleinigkeiten drin. Das ist mehr oder weniger ein Päckchen gewesen, was mir jetzt hier auf dem Schoß steht, das da dann noch gekommen ist. mit vielen, vielen, vielen schönen selbstgemachten Dingen. Und also selbstgemacht und selbstgemacht lassen, selbst machen lassen, so rum, weil Honig ist ja nichts, was man selbst macht, in dem Sinn, dass man selbst entsprechend das sammelt, was die Bienchen da so sammeln. Also vielen Dank, Honig ist schon mal toll. Honig, je älter ich werde, desto mehr mag ich Honig. Honig ist großartig. Insbesondere, wenn man sich dann mal anfängt, ein bisschen mehr mit den Hintergründen, wo der Honig herkommt und so weiter zu beschäftigen. Ich bin ja jetzt kein Imker und bin auch wirklich kein Experte für Imkerei. Aber ja, ein guter Honig ist echt was wert. Und ich habe auch keinen gescheiten mehr. Also nur noch normalen Supermarkthonig. Den kann man auch essen, klar. Aber so individuelle Honig von Leuten, wo man auch weiß, wo es herkommt, das ist dann nochmal was anderes. Und da freue ich mich also wirklich ganz außerordentlich. Ich persönlich mag gerne diese klaren, ne? Dunklen, wie auch immer man das nennen möchte. Die mag ich persönlich einen Hauch lieber, aber auch sehr, sehr lecker und nicht nur eine Nuance. Man hat ja persönliche Vorlieben. Dafür mag meine Frau sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr gern. Auch nicht unbedingt lieber, aber vielleicht eine Nuance, da wir es ja gerade von den persönlichen Vorlieben hatten, diesen gelblicheren. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Die jeweiligen Honigarten, Frühjahrshonig. Beides aus der Lüneburger Heide. Beides große Gläser, mindestens haltbar bis 31.07.21. Ich vermute mal, das hast du jetzt nicht dazu geschrieben, aber das muss man wahrscheinlich draufschreiben, ne? Wenn das halt ein Lebensmittel ist. Weil im Grunde, habe ich mir zumindest sagen lassen, ist Honig, sagen viele Imker, ich kann das schon durchaus nachvollziehen, wahrscheinlich 100 Jahre haltbar oder sonst irgendwie oder ewig, dass der jetzt aus lebensmittelrechtlichen Gründen kann man das sicherlich nicht so vermarkten, aber im Grunde kann Honig ja eigentlich nicht wirklich schlecht werden. Ne? Meine ich. Naja, also vielen Dank. Die werden wir jetzt auch in Kürze anbrechen, also wahrscheinlich gleich auch beide Töpfe parallel und viel, viel Vergnügen damit haben. Also Honig wirklich sehr, 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 sehr lecker. Ganz was Feines. Mag ich besonders gerne, ich persönlich, auf Croissant. Honig, Croissant mit Butter natürlich. Oh. ja. Das nächste waren dann dreierlei schöne selbstgemachte Seifen. Die wirken alle drei sehr, sehr hochwertig, riechen unglaublich interessant. Insbesondere diese hier. Ja, jetzt mal auf eine eher alternative Farbe. Und da muss ich jetzt gleich nochmal kurz nachlesen, was ist. Ah, die riecht auch so gut. Das ist so eine. Sie riecht so ein bisschen auch eben nach Honig. Oh,
ich lese das nochmal schnell nach, bevor ich jetzt irgendwelchen Quatsch erzähle. Also, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist das hier eine Bienenwachsseife aus Honig und Bienenwachs, also mit Honig, das riecht man auch. Also die hat schon so eine gewisse Honig- und Wachsnote. Sehr, sehr gespannt hier drauf. Dann ist das hier eine Schaumseife. Klingt auch sehr cool. Wir haben jetzt in Kürze eine Badewanne zur Verfügung. Da wird das dann eventuell durchaus eine Rolle spielen. Schaumseife aus verschiedenen Ölen und Pflanzenfetten. Also sehr, sehr, sehr spannend. Werden wir schauen, wie die wirkt. Und dieser interessante Block hier, das ist eine Seife mit Kohle, Pflanzenkohle, logischerweise, für damit dann auch noch ein gewisser Peeling-Effekt dabei ist, steht hier. Ja, also spannend. Vielen Dank, sehr cool. Hatte mal vor Jahren schon mal ein Stück selbstgemachte Seife, die ist lange, lange weg und dementsprechend können wir brauchen. Dankeschön. Und dann noch sehr, sehr spannend ist dieses Objekt. Dieses Objekt, das ist ein Schlüsselanhänger, der hat hier noch ein Löchlein. Schlüsselanhänger aus, nennt sich Smartwood. Entwicklung des Schickenden, um in Afrika aus Plastikmüll und Agrarrestpflanzen einen Holzersatzbaustoff herzustellen, um den Menschen eine Alternative zu Holz und zur Abnutzung zu bieten, Abholzung zu bieten, was gleichzeitig die Müllberge beseitigen, Jobs und Einkommen schaffen soll. Idee großartig, finde ich wirklich ganz, ganz hervorragend. Ich habe keinen Plan, wie man das umsetzt, aber dazu gibt es hier noch diesen interessanten Flyer. Ich denke, den darf ich in die Kamera halten. Das ist ja nichts, was geheim sein sollte. Also wen das interessiert, der kann hier mal da drauf gucken und möglicherweise auch auf. Könnt ihr euch das mal noch näher angucken? Finde ich wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Ich will jetzt nicht viel zu viel Werbung machen, bevor das hier jetzt noch ausartet. Aber erwähnen wollte ich es dann mal doch. Und dieses Zeug wirkt erstaunlich stabil. Das ist also wirklich richtig festes Material und besteht im Wesentlichen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aus Plastikmüll, den man eben als Rohstoffgrundlage nimmt, weil das Zeug fällt ja sowieso an. Und mit Agrarrestpflanzen Holzersatzbaustoff. Man kann das hier also scheinbar in jeder beliebigen Form und in jeder beliebigen Größe herstellen und dann damit theoretisch Häuser zu bauen oder sonst wie. Ich kann dann an dieser Stelle mal kurz spoilern. Ich habe für nächstes Jahr vor, mir mal diverse, zumindest auf irgendeiner Weise öko-rohstoffbasierende Zukunftstechnologien anzuschauen. Also so Dinge oder auch eben andere Sachen, die auf Agrarbiologie, Forstbiologie, so zumindest so ein bisschen in mein Fachgebiet reinfallen und eben besondere Zukunftstechnologien sind. Zum Beispiel, ich würde mir mal im Rahmen dessen, dass ich da natürlich kein Experte für bin, aber trotzdem würde ich gerne mal ein Video zu Aquaponik machen. Aquaponik sind Gewächshaus-Fischteich-Kombisysteme, die man zum Beispiel in der Zukunft auf irgendwelche großen Häuser draufsetzen könnte, um dort dann mit den Abfällen aus der Gemüseproduktion, also was da an Grünmaterial übrig bleibt, was wir nicht essen, also der grüne Teil der Tomate meinetwegen, da interessieren uns ja nur die roten Dinger, die dabei rauskommen, den könnte man dann recyclingmäßig unten in den Fischteich schmeißen, wenn man dann Fische hat, die mit so normalen Grünfutter irgendwie was anfangen können und dann hinterher was die Fische wiederum an Hinterlassenschaften hinterlassen, weil die hinterlassen ja durchaus Hinterlassenschaften, könnte man dann wiederum aus dem Fischteich rausholen und quasi auf die Tomatenerde drauf tun, um dann eine Nährstoffrückführung zu erreichen. Und das ist jetzt ganz simpel erklärt. Aber es ist so eine Kombi aus Pflanzenzucht, die gedüngt wird mit Fischerzeugnissen. Und aus der Pflanzenzucht wiederum ernährt man die Fische. Und das gibt dann so ein schönes Kreislaufsystem, das ein gewisses Abschöpfen von Überschüssen ermöglicht. Heißt, man muss nicht
alle Fische im Topf lassen, im Tümpel lassen, sondern man kann da hin und wieder auch mal einen rausholen und den essen. Und man muss nicht alle Tomaten wieder an die Fische verfüttern, sondern man kann auch mal die ein oder andere rausnehmen und die essen. Und das ist an sich eine coole Idee. Vor allen Dingen, da das mit Gewächshaus funktioniert und damit eben mehr oder weniger standortsunabhängig ist. Und im Idealfall ist es sogar so weit ein geschlossenes System, dass man das Wasser, was dazu zum Anbau der Tomaten notwendig ist, auch gleich wieder recycelt. Weil wenn die Pflanzen das Wasser verdunsten, um Photosynthese zu betreiben, bleibt es trotzdem im Gewächshaus, dass man also das Ganze möglichst geschlossen hält und nicht unbedingt allzu viel Wasser von außen dann noch zuführen muss in das System. Potenziell wirklich sehr, sehr hohes, sehr hohe Zukunftschance, würde ich sagen, sowas dann zu machen. Oder Vertical Gardening, dass man also hängende Gärten an den Hausfassaden runterhängen hat und da dann auch wieder seine, ich nehme jetzt wieder die Beispielpflanze Tomaten und ähnliches züchtet. Also in dem Bereich bin ich jetzt gerade dabei, um mir ein lustiges Projekt fürs nächste Jahr rauszusuchen. Ob das jetzt klappt, nachher steigt die mir alle aufs Dach, du hast doch gesagt, du willst. Und dann passiert das in dem Umfang nicht. Das müssen wir mal gucken, wie wir das am blödesten hinbekommen. Werde mich in dem Zusammenhang auch nochmal mit der Kurzumtriebsplantage beschäftigen, wem das was sagt. Und Agroforstsysteme und so ein Zeug. Ja? Aber das hier ist definitiv auch eben ein solches Thema, was da eine Rolle spielt, dass man eben einfach die anfallenden Kunststoffe wiederverwendet, um daraus vielleicht aus Kunststoffen mit zusätzlichem neuen Material, das dann nachwachsend ist, eben nochmal sowas herzustellen. Was wir uns auch klar machen müssen in diesem Zusammenhang, man erreicht in Ländern, in denen es fast keine Infrastruktur gibt und sehr viel Armut und wenig Technologie, da kann man mit ein bisschen mehr Technologie ganz simple Sachen manchmal schon ganz, ganz furchtbar viel erreichen und zwischen gar nichts an Entwicklung und einfacher Entwicklung, da liegen Welten dazwischen. Was ich sagen möchte ist, es gibt ein schönes Beispiel aus dem Regenwald, das nennt sich Low Impact Logging. Das ist auch Abholzen vom Regenwald, aber der Unterschied besteht darin, dass man den Leuten vor Ort erstens beibringt, was sie tun sollen, das heißt, die werden geschult. Zweitens, die kriegen einfache Forstfahrzeuge, also mehr oder weniger so einen kleinen Raupenbagger, zum Beispiel einen uralten, ausgedienten Raupenbagger, der gerade noch so halt ein bisschen fährt, der bei uns keiner mehr haben wollen würde und den man ihnen halt günstig dann darüber schippern kann und ein paar Motorsägen und mit Know-how und diesem Bagger. Und wenn die wissen, was die tun sollen, sind die zum Beispiel in der Lage, dann durch den Wald zwar einzelne Schneisen zu schlagen und dann mit ihrem Fahrzeug durchzufahren, um dann zu den einzelnen wertvollen Tropenbäumen zu kommen. Und dafür muss man wissen, Tropenbäume wachsen nur vereinzelt in den Qualitäten, die man dann wirklich exportieren kann, die dann viel, 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 viel Geld wert sind, weil solche Tropenhölzer einfach sensationell tolle Eigenschaften haben. Aber von denen gibt es bloß 3-4 pro Hektar, von denen die diese tollen Eigenschaften haben. Und alles andere fällt normalerweise bei illegaler Rodung der Brandrodung zum Opfer und wird dann einfach niedergebrannt, damit man hinterher noch guten Ackerboden bekommt und die 4 wertvollen Sachen, die holt man halt raus. Alles andere, was im Weg steht, macht man links und rechts einfach platt und hinterher ist der ganze Wald tabula rasa. So, und wenn man jetzt im Tropenurwald eben pro Hektar nur diese 4 Bäume entnimmt, dann hat man da zwar immer noch Schneisen drin, aber es bleiben doch immerhin, sage ich jetzt mal vorsichtig, 80% vom Wald stehen. Ja, und die sind auch wirtschaftlich völlig uninteressant und wenn man die jetzt nicht auch brandroden würde, und das tut man in diesem Zusammenhang nicht, sind die danach wieder ungestört. Und man mit dieser Methode zerstört man also den Lebensraum Tropen nicht vollständig. Man lässt dem Lebensraum auch die Chance, diese 20% Kronendachverluste ungefähr, wenn es so viel ist, wieder schließen zu können. Und das alles funktioniert so viel besser als die klassische Methode, sprich alles platt machen, bei nur minimalem Finanzaufwand, dass die einfach ein einfachstes technisches Gerät bekommen aus unserer Sicht und ein bisschen Know-how, das ist auch nicht so super schwierig, die Leute sind ja nicht doof da, die sind ja nicht dümmer als wir, die sind halt einfach nur anderes Bildungsniveau, ne? Und wenn das beides zusammenkommt, dann klappt so viel besser, ne?
Und da müsste man halt nur noch jemanden haben, der solches Tropenholz, solches faires Tropenholz unter wenige, am wenigsten schlimmen Bedingungen geerntetes Tropenholz dann eben auch nachfragt. Und darum ist auch ein Tropenholzboykott generell, einfach nur ohne Holz aus dem Tropen ist böse, das kaufe ich nicht, ist auch falsch, weil dann verdienen die gar kein Geld mit ihrem Holz. Dann haben sie nur die Möglichkeit, auf dem Schwarzmarkt eben ihren Wald da zu verhökern und kriegen dann noch viel weniger Kohle und hinterher ist der Wald weg und davon haben wir auch nichts. Also wenn wir es nicht auf dem offiziellen Markt kaufen, dann kauft es irgendwer auf dem Schwarzmarkt. Die Chinesen zum Beispiel. Ja. Ja, das hatte jetzt gar nichts mit dem Dankesagen zu tun, aber ich finde, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Das war mir jetzt kurz ein Anliegen, da noch mal ein bisschen abgewichen zu sein. So, das habe ich also gesagt. Ja, also vielen, vielen Dank. werde also mir dieses Smartwood hier noch mal speziell zur Seite legen, damit ich das nicht vergesse, dass man da nochmal eventuell drauf zurückkommen könnte für ein Video. Aber das ist noch Zukunftsmusik und ich weiß momentan da noch nichts, wann, wie und wo und so weiter ich das dann mache. Was noch schon länger da ist und was ich jetzt doch noch schnell wenigstens erwähnen möchte, auch wenn ich noch nicht geschafft habe, es so richtig zum Laufen zu bringen. Ich bin da jetzt gerade heute dran. Jetzt wollte ich aber das Video heute noch drehen, drum bin ich ein bisschen zu spät. Aber ich habe auch einen Gimbal. Einen Gimbal heißt, da kann man jetzt hier eine Kamera draufsetzen. Und dann hat das Ding hier die Option, dass man das über, dass es das mit Elektronik eben über 17 Achsen stabilisiert. Also hier mit dem. Also wenn ich wackele in dieser Ebene, dann gleicht er das automatisch aus und sorgt dann halt für eine verwacklungsfreie Kamera. Und wenn ich wackele in irgendeiner anderen Ebene, wo muss ich hier, da, dann gleicht er das auch so aus. Und ne, also cooles Spielzeug. Ich traue mich noch nicht so hundertprozentig. Ich wollte erstmal wirklich noch die Gebrauchsanweisungen lesen, weil ich irgendwie ist das so Hightech, dass ich ein klein wenig überfordert will ich nicht sagen. Aber man muss die Muße haben, sich damit auseinanderzusetzen und war auch Teil eben von ganz viel Kamerazubehör, mit dem ich seitdem auch Stück für Stück immer mal wieder mit dem einen Objektiv, dann wieder mit dem anderen Objektiv und so nach und nach die Funktionen kennenlerne von der Kameratechnik. Wer zum Beispiel im Adventskalender die Sonnenuntergangsbilder gesehen hat, den meisten von euch haben die sehr gut gefallen, die sind eben mit der neuen Kamera und das hätte ich mit der alten so auch nicht hinbekommen. Das war also auch wieder so ein Moment, wo man merkt, dass man, also mir das mit dieser Sony-Technik dann doch liegt. Nicht, dass die Canon deswegen schlecht wäre und die wird auch von meiner Frau weiter verwendet. Aber ja, das ist schon cool. Ne? Und was man jetzt hiermit jetzt alles für lustige Sachen anstellen könnte, werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen, denke ich, also ich werde zumindest versuchen, mir das nochmal näher zu erschließen. Ja? Also soll einfach für Kamerafahrten, völlig ohne Gewackel. Ja? Ihr wisst, wann immer ich die Kamera in der Hand habe, ein bisschen schwanken tut es immer, bis hin zu ein bisschen viel. Und das wäre hiermit wirklich zu vermeiden. Übrigens, das da unten ist auch gleichzeitig noch ein Stativ. Ne? Kann man dann auch mal hinstellen. Die hat auch noch diverse tolle Sonderfunktionen, dass die einem auch folgt. Das heißt, man kann das Ding irgendwo hinstellen, drumherum laufen und dann folgt die automatisch. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern das alles hundertprozentig mit meiner Kamera speziell kompatibel ist. Brauche ich auch eigentlich nicht. Mir geht es wirklich bloß um das stabilisierte Bild. Das kann es auf jeden Fall. Und werden mal sehen. Na? Kommt dann also auch nochmal irgendwann separat als Dankeschön. Vielleicht auch mache ich gleich ein Produktvideo draus, wenn ich wirklich rausgefunden habe, wie das Ding funktioniert. Vielleicht. Mal gucken. Ja? Aber ja, vielen Dank auch dafür nochmal. Nur weil ich es letztes Mal nicht erwähnt hatte. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis wann immer ihr das seht, ist eventuell noch der ein oder andere Teil vom Adventskalender, der da demnächst noch kommt. Und ich bin auch an anderen Projekten, ist da noch dran, insbesondere wenn es die Husterei schon viel weniger schlimm ist, als sie zwischendurch mal gewesen ist. Gut, tschüss.